holt Ulms heißeste Frauen vor die Kamera. Hans-Peter Jakob aus Blaustein hat sich in der süddeutschen Fotografenszene einen Namen gemacht. Einmal im Jahr reist er mit Kollegen und Models nach Mallorca. Immer mit dem Ziel, die perfekten Bilder zu schießen. Der Organisationsaufwand ist schon relativ enorm. Ich fange dann meistens so September, Oktober mal an, mir darüber Gedanken zu machen, über mögliche neue Konzepte, über eine neue Finca. Was natürlich auch nicht ganz so einfach ist, weil, sagen wir, in der Größenordnung gibt es nicht so wahnsinnig viele und schöne. Und gehe dann her und mache dann kleine Werbeclips auf Facebook, Instagram, sodass also Leute sich frei bewerben können. Klar, mittlerweile hat sich ein bisschen rumgesprochen. Viele kommen schon, oh, nächstes Jahr will ich mitgehen. Die schreibe ich natürlich an. Und dass das Ganze nicht wiederholt, habe ich ja mittlerweile ich schätze mal 40, 50 Locations auf Mallorca, aus denen ich auswählen kann. Ich stelle dann ein gewisses Tagesprogramm zusammen, das wir dann bearbeiten können. Als Mallorca-Experte kennt Pi all die traumhaften Shooting-Locations der Insel. Ob in einer Bucht, in der Finca oder an entlegenen Secret Spots. Langweilig wird es ganz sicher nicht. Wenn man mal längere Zeit jetzt da ist, und ich bin jetzt ja auch schon dieses Jahr die zweite Woche da, dann sieht man einfach, dass es hier viel mehr gibt. Ich meine, wir sitzen hier gerade auf dem Dach von der Weinfabrik und das ist einfach nur eine von vielen mega geilen Locations, was das Land oder die Insel einfach bietet. Und ja, also kulturell von den Landschaften her ist einfach noch viel zu entdecken und das spiegelt sich dann auch in den Bildern wieder. Die Insel ist besonders. Das sind Locations hier, die wir bei uns ums Eck nicht haben. Das sind Gelegenheiten, die sich hier bieten. Mit dem guten Wetter, mit Sonnenaufgang, Untergang und die Küsten, die Strände. Man hat so viel Variation, so viel Abwechslung auf kleinstem Raum. Es ist einfach genial. Ich war auf dem Finca-Dach und das war für mich eine Überwindung, da hochzugehen und dann zu posen. Aber ich finde dann, ehrlich gesagt, wenn man es dann macht, ist es schon echt ganz cool eigentlich, weil man sitzt dann da oben und man vergisst es dann auch irgendwann tatsächlich. Und man springt schon immer mehr über seinen Schatten. Also das ist schon cool, dass man sich mehr traut und ja, ich vertraue den Fotografen da halt auch ein bisschen mehr. Es ist wirklich lustig, ja. Wir haben also sehr, sehr viel Spaß, lachen viel. Und die Kreativität, die dabei ist. Man kann sich, ist ja nicht so, dass sich jemand hinstellt, man macht ein Passbild und es ist fertig, sondern man überlegt sich ja doch relativ viel. Licht und Schatten, welche Kleidung, was können wir sonst noch machen? Schmeißen wir mal, was weiß ich, Mehl in die Gegend, dass es irgendwo aussieht wie eine Explosion. Also da gibt es ja irgendwie unheimlich viele Möglichkeiten. In der heutigen Zeit mit Social Media und so kriegt man ja immer eine Unmengen große Bilderflut und viele machen ja selber Bilder mit den Handys und so und da stellt man sich oft vor, das ist so einfach, Handy raus, Knöpfchen drücken, alles ist gut. Aber da steckt doch einiges mehr drin an Vorbereitung, an Location Scouting, richtige Tageszeit, wie fällt das Licht, Modelauswahl, das Dress, ja, was passt dazu, was passt zum Typ, was passt zur Location, fällt das Licht richtig, Posing. Das ist einfach ein großer Prozess, wo viele Faktoren zusammen eine Rolle spielen, bis ja nachher das eine perfekte Bild entsteht. Wenn man dann nach einem Shooting-Tag nach Hause kommt, dann ist es eigentlich immer das Highlight, zusammen die Bilder anzuschauen und auch zu schauen, was haben die anderen gemacht und was könnte man vielleicht noch machen. Und man hat zwischendrin ja immer wieder schon an der Kamera halt kleine Ausschnitte gesehen, aber das dann fertig am PC zu sehen und darüber zu reden, das ist dann immer noch mal so ja, das Highlight. Und dann dazu noch einen Wein trinken und die Atmosphäre ist echt immer das Schönste vom Tag. Man hat ja die Bilder schon auf der Kamera gesehen und denkt sich, boah, okay, schon cool. Und dann guckt man sie sich einfach nochmal auf dem PC an, am besten so zu zweit und man sitzt dann so davor. Und eigentlich geht es dann für mich so los, ich sehe das Bild, denke mir so, ja, das ist schon geil. Und dann geht es in Photoshop rein und dann zieht man an den Reglern und mit jedem Regler denkt man so, Alter. Und wenn dann das Bild fertig ist, das ist dann eigentlich schon, okay, was mache ich jetzt damit? Das muss sofort auf Facebook. Meine Aufgabe ist in erster Linie, sag mal, die Fotografen und Modelle glücklich zu machen, in der Hinsicht, dass es nachher schöne Bilder rauskommen. Und meine Freundin, die sorgt dafür, dass wir nicht mit knurrendem Magen auf die Location gehen, dass wir nicht
verdurstet, während wir auf der Location sind, und wenn wir heimkommen, ordentliches Essen kriegen. Das macht er wunderbar. Der hat also ein paar Gerichte im Petto, wo er dann eben auch 12, 15 Leute, hungrige Mäuler, satt kriegt. Ich kenne den Pi, aber sonst auch niemanden. Und am Anfang war ich schon ein bisschen verunsichert, wie das so ist. Und ich bin auch spät abends angekommen. Das war halt auch nochmal komischer. Aber das hat halt super schnell harmoniert. Wir sind ja auch vom Alter relativ verschieden oder es gibt halt sehr weit auseinander. Und das ist trotzdem kein Problem. Total aufgeschlossener, offener, lustiger Mensch. Was ganz toll ist, hier kann man ganz, ganz verschiedene Stimmungen machen. Wenn die lacht, dann geht die Sonne auf. Sie kann aber auch ernst gucken. Also fashionmäßig kann man mir hier tolle Bilder machen. Dann haben wir auch andere dabei gehabt, wie die Marika, die schon im Playboy war. Die natürlich eine gewisse Erfahrung mit und die auch gefragt ist. Die jedes Jahr fünfmal irgendwo in alle Herren Länder eingeladen wird, um dort Shootings zu machen. Pis gutes Händchen bei der Modelauswahl, den Locations und der Tagesplanung wissen die Teilnehmer zu schätzen. Wer schon mal da war, der kommt gerne wieder. Also wie der Pi das hier immer organisiert, das ist echt richtig gut. Also wenn man überlegt, der macht das jetzt schon zum vierten oder fünften Mal hintereinander. Das ist jedes Mal ein voller Erfolg, es kommen immer geniale Bilder raus. Alle würden gerne noch mal mitkommen. Vor 2 Jahren war ich bereits schon mal hier auf der Modelfinca von Pi. Und damals bin ich über einen bekannten, befreundeten Fotografen dazugekommen. Und erstmal gar nicht so richtig getraut und soll ich nicht. Er sagt, komm, gib den Rucko mit. Wie der das organisiert und plant, das ist was ganz Besonderes. Vor 2 Jahren war das echt so cool, dass wir gesagt haben, wenn sich die Chance nochmal ergibt, müssen wir unbedingt nochmal kommen. Und jetzt sind wir sogar 2 Wochen da. Was mir wichtig ist in der ganzen Veranstaltung, nicht bloß, dass ich jetzt meinen Spaß habe und meine guten Bilder habe, sondern dass einfach alle Teilnehmer, die da waren, positive Ergebnisse mit heimnehmen und natürlich auch einen positiven Eindruck von der ganzen Veranstaltung, dass sie einfach alle nachher heimgehen und sagen, wow, das wäre jetzt mal wirklich ein Erlebnis, das vergesse ich so schnell nicht mehr. Ich höre immer wieder, auch damals auf Mallorca, das war einfach toll, das müssen wir nochmal machen, ich gehe wieder mit. So unterm Strich ist einfach eine schöne, nette Zeit, die man verbracht hat, und wenn da jeder, ich sage jetzt mal, das Positive mitgenommen hat und in Erinnerung bleibt, haben wir alles richtig gemacht.